Hallo, servus bei Zuhause unterwegs. Heute gibt es eine kleine Wanderung in der Oberpfalz und zwar zur Burgruine Schwärzenberg. Ich bin heute übrigens in der Lohr unterwegs. Heute ist bei mir dabei der Holger, der Holger Mandl von den Bavarian Threshers. Der hat auch einen super Kanal. Schaut euch den auch unbedingt mal an. Super geile Videos drauf. Ja, die ersten Blaubeeren sind auch reif, oder halber, würde man sagen. Ja, in der Oberpfalz heißen Schwarzbeeren. Egal, wie man es bezeichnet, sie sind saulecker. Der Weg zur Burg bietet schon einen richtig tollen Ausblick. Links mit den Türmen der hohe Bogen, dann sieht man einen Osser und rechts hinten sieht man sogar einen großen Aber. Das erste, was man von der Burg sieht, das ist der äußere Graben und der erste Burgwall dahinter. Das ist jetzt die Burgruine Schwärzenberg. Die Burg wurde vermutlich Ende des 13. Jahrhunderts erbaut. Geschichtlich gibt es leider nicht sehr viel dazu. Im 16. Jahrhundert war sie bereits wieder großteils verfallen. Und die Schweden haben dann so um 1630, 1640 die Burg dann endgültig zerstört. Mittlerweile ist es ein schönes Ausflugsziel. Und ich würde sagen, wir schauen uns auf der Burg jetzt einfach mal ein bisschen um. Die Burgruine Schwärzenberg erhebt sich auf dem sogenannten Pfahl. Der Pfahl ist eine Quarzader, die sich auf etwa 150 Kilometer quer durch den Bayerischen Wald zieht und hier oben zu Tage tritt. Es ist einer der nördlichsten Punkte, wo man den Pfahl wirklich sieht und auch einer der am höchstgelegenen. Da unten sieht man jetzt ein bisschen die Felsen vom Pfahl und da geht es, würde ich mal sagen, so 20 Meter runter. Auch hier sieht man wieder den Felsen, auf dem die Burg steht, sehr gut. Dieser rot-weiße Quarz des Pfahls. So, der Holger in Aktion. Der Holger, erzähl euch jetzt eine wunderbare Geschichte. Ja, und zwar von dem Johanniskraut, Elfenblut genannt. Elfenblut, das ist von der Sage her, da ist nämlich ein Jäger im Wald gegangen und der wollte einen Hirsch erlegen. Aber anstatt den Hirschen, dass er den getroffen hätte, hat er eine Elfe erwischt. Und das Blut von der Elfe, das ist dann auf das Johanniskraut getropft. Unter anderem das Johanniskraut ist eine ganz wundervolle und besondere Heilpflanze, wo man die besten Tinkturen draus machen kann. Und die Blüten, jetzt, wenn man die
so reibt, dann werden die Finger rot. Und das Rote, das ist das Blut von der Elfe. Also die Natur ist voller Schätze. Schaut es in Zukunft mit anderen Augen an. Das war's also jetzt von der Burgruine Schwärzenberg. Ich schaue mir jetzt da oben ein bisschen um und dann wandern wir weiter. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Auto und kurz hinter der Burg gibt es noch ein wunderschönes Bankerl mit einer fantastischen Aussicht. Und die zeige ich euch jetzt noch. Das war jetzt also die Burgruine Schwärzenberg in der Oberpfalz. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Servus!